bisschen UFO-like. Ja, ist noch. Wie konnte sich das bewegen, wenn ich nicht hier war? Und warum liegt der Rest still? Fragen über Fragen, wir werden sie nie beantwortet kriegen. Was fehlt? Also, wir haben aufräumen. Nein. Warum hast du eigentlich ein Kuscheltier im Inventar? Gegenfrage. Warum du nicht? Ich hasse deine Gegenfragen. Gegenfrage bleibt die gleiche. Ja, aber deine Gegenfragen sind völlig nutzlos, deshalb ignoriere ich sie. Das darfst du nicht. Doch? Nein. Doch. Elektronik, Metall und Kabel. Okay. Elektronik. Metall. Ich habe es in Ordnung, zu wenig. So, damit haben wir das. Wir brauchen für das Strom. Zwei Aluminium und Aluminium, Titan. ein zwei Titan. Dann kommst du dahin. Dann baust du dir jetzt ein Bett. Gleich. Hä? Vielleicht weil am Boden was liegt? Keine Ahnung. Ich würde sagen, ja. Ich bin gut, oder? Es gibt nur einen gut. Gut, ja. Aber ich bin gut. Keinerlei Verwandtschaftsverhältnisse zu Groot. So, dann brauchen wir Glühbirne, zwei Stoffrollen, ein Titan. Und hier ein Titan, zwei Plastik, zwei Kabel. Ich hoffe, du hast ja alles gemerkt. Titan, Plastik, Kabel. So, jetzt testen wir mal was. Ah, du kannst
können einfach runterstürzen. Uns passiert dabei nichts. Yay, clever. Tada. Damit hätten wir ein Bett. Jetzt ist auch noch eine Küche haben. Damit hätten wir eine Küche. Vorbereitend. Okay. Nährstoffspeicher Glibber benötigt. Da musst du wohl Glibber reinpacken. Vielleicht musst du es damit nicht mehr per Hand machen. Wäre jetzt das Einzige, was mir einfällt. Nicht mal unseren ganzen Glibber mit runter. Und auch das Honig. Ah, ich spare mir dadurch Wasser anscheinend. Ah. Du kannst auch das Rezept ändern. Dann ändert sich das Paket dort. Damit wird es Salz und damit kann ich den Honig verarbeiten. Das macht das ein bisschen einfacher. So. Aber es gibt keinen Schrank. Obwohl sie davon gesprochen haben, dass du Lagermöglichkeiten haben wirst. Du wurdest betrogen. Völlig unerwartet bei diesem Spiel. Besonders, da eigentlich 100.000 Fächer sind. Also es sind hier überall Fächer. Ich kann sie alle nur nicht benutzen. Haha. Die ganzen Nahrungsmittel mit nach unten. Pack sie unten hin, damit du sie vom Rest unterscheiden kannst. Und oben, dass du mehr Platz hast. Clever. So, da kommen nämlich jetzt unsere ganzen Nahrungspakete mal rein. Macht das einen Unterschied, ob du eine salzige oder eine süße Packung oder sowas isst? Ja, manche geben mehr Nahrung, manche verbrauchen Wasser. Okay. Da unten packe ich nämlich jetzt dann das ganze Wasser hin. Weil salziges gibt sehr viel Essen, gibt aber halt auch Durst. Süßes gibt ein wenig Durst und mittelmäßig Essen. Und das andere, die normale Paste, gibt halt nur Essen. Und dafür keinen Durst. Ach so. Ist echt mies, dass man die ganzen Fächer nicht benutzen kann. Besonders weil sie halt so schön da sind und dir eine lange Nase drehen.
Was können wir eigentlich als Dekoration herstellen? Aeroponisches Pflanzgefäß. Versuche mal so ein Pflanzgefäß zu bauen und von außen noch so ein paar Verstärkungen. Okay. Was braucht man nochmal für das Gefäß? Glas Und und Plastik. Plastik. Ach stimmt ja, wenn Glas irgendwo. Oh. Echt, das zählt auch, wenn es so rumliegt. Ja. Das ist fies. Dekoration. Das ist eine Wanddekoration. Ich weiß nicht, ob da wirklich was wächst. Also, wenn, haben wir nichts, wo wir was reingeben können. Ich hoffe also, dass da von alleine, wenn dann was wächst. Gucken wir noch mal ganz kurz. Schutzabdeckung. Dafür brauchen wir Blei. Blei, 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 blei. Dass das Ganze stabil bleibt. Ich wollte gerade sagen, damit ummantelst du, glaube ich, am besten die Tunnel, oder? Kannst sozusagen alle anderen Blöcke auch damit ummanteln? Verhindert die Montage. Da will es nicht. Da lässt sich Weil da vielleicht wieder. was gebaut ist. Da, wo was gebaut ist, kannst du nichts anderes mehr. Dadurch bist du sozusagen gezwungen, mehr Module zu bauen. Weil du nicht ein Modul sozusagen ultra panzern kannst. Jetzt bin ich doch aber mal am gucken. Können wir irgendwie unsere Station sehen? Wie die Werte von der sind? Das wäre ja schon irgendwie schön. Du siehst, was die Wand hat. Nicht. Ach, da kannst du das nachlesen. Ah. Du sollst die Normandie erreichen. Wollte halt nur gucken, ob man irgendwie sieht, was die Werte Ja. von allem ist, aber scheinbar nicht.
Das ist vom Spiel nicht gewünscht. Wir haben geschlafen. Wir sollten noch mal schlafen. Was? Sache mit dem Dings war nicht gut. Was war nicht gut? Mit dem Glas die Geschichte. So. Hatte ich schon grandiosere Ideen. Du hattest schon mal clevere Ideen. Was kann man denn noch in das Kleine bauen? Zum Entspannen, Essen und Anschauen von Pornografie. Im gemütlichen kleinen Raum. Vielleicht findest du noch irgendwo ein Cinema-Modul. Was? Ein Cinema, also ein Kinomodul, wo man Filme gucken kann. Ah. Ah, das bedeuten die Zeichen hier oben. Das ist das Wohnmodul. Und die kann ich in das andere Modul Ja. reinpacken. Und das dritte ist die Leiter. Okay, wenn man es erstmal gefunden hat, ist es relativ deppensicher. Das macht Strom, das macht Sauerstoff, das macht Schild. Was? Oh, ein Kühlschrank. Siehst du, warum ich m sagte? Da könnte ich die Kuhmitglieder wieder reinstopfen. Nein. Hier fehlt übrigens noch eine Raumschifftoilette. Und ich weiß, dass ich bereue, dass ich das sagte. Noch nichts, glaube ich, gefunden, wo ich die scannen kann. Das ist okay. Naja. Wir haben aber gesagt, wir machen das noch kurz und wirklich, ich kann die nicht mal im Raum liegen lassen, weil wenn ich die berühre, kriege ich auch Unmengen Schaden. Okay, zumindest für das Glas würde sich ein Koffer eignen. Du hast da drüben liegen. Besser als wenn du dich damit umbringst. So lassen, sonst gehe ich das nächste Mal los und Kriegst einen Herzinfarkt, wenn du das plötzlich siehst. ach, komme ja keine 5 Meter weit. Wirklich, das ist fies. Yep. Ich glaube, dir ist da Glas entwischt. Glaube auch. Ich außerdem wieder rauswerfen?
ordentliches Inventar. Tada! Warum Ein. liegt da noch eine Glaskugel auf der Ko auf dem Koffer? Oder ist das Wasser? Das Ach, das ist Wasser. Was macht das da drüben? Ist es die etwa entfleucht? Echt jetzt? Nein. Musst du näher dran stehen. Oder so. Immer schön auf das Essen drauf treten. So passt das doch. Okay. Er guckt jetzt immer zum Essen. Ganz ich und erwartungsvoll. Aber, Leute, ich sag dann schon mal ciao. Wir hören, wir sehen uns irgendwann mal wieder und hui, denkt dran, immer schön die Leichen schütteln. Bis dann. Ciao.